created it by hand. From mighty mountains to the raging sea, to every leaf on every single tree. It's in the Holy Book, just open up and take a look. It's a story for young and old, the greatest story ever told. So lend an ear and you will hear the greatest story. The greatest story. Am Anfang war Gott. Die Erde war finster und leer. Gott betrachtete die Oberfläche der Welt. Es war an der Zeit, dass etwas geschah. Es werde Licht. Und auf der Erde ward Licht. Ich werde das Licht Tag und die Finsternis Nacht nennen. Und so entstand erst die Dunkelheit und dann das Licht. Und dies war der erste Tag der Welt. Aber Gott hatte gerade erst begonnen. Die nächste Aufgabe war es, den Himmel über der Welt zu erschaffen und ihn mit Wolken zu bedecken. Und dies war der zweite Tag der Welt. Am dritten Tag schied Gott das Wasser vom trockenen Land. Und Gott erschuf all die Dinge auf der Welt. Er schuf Felsen und Berge, Täler, Wüsten und Strände. Er schuf große Inseln und er schuf kleine Inseln. Er schuf Ozeane und Meere, Flüsse und Seen. Aber es ging noch weiter am dritten Tag, denn Gott war noch nicht fertig. Es war an der Zeit, die Pflanzen zu erschaffen. Gott schuf hohe Bäume und kleine Büsche, Ranken, Farne, Blätter und Blumen. Gott gab all den Blumen verschiedene Größen, Farben, Gestalten und Düfte. Und Gott schuf all die Gräser und Pflanzen und Bäume, die Samen und Früchte hervorbringen, am dritten Tag. Am vierten Tag erschuf Gott ein strahlendes Licht am Himmel, die Sonne, um den Tag zu erhellen. Und ein silbernes Licht, den Mond, um auch die Nacht zu erleuchten. Und als besonderes Detail gab Gott der Nacht Millionen und Abermillionen von funkelnden Sternen. Am fünften Tag schuf Gott die Wesen, die in dieser wunderbaren Welt leben sollten. Er schuf Vögel, und Meervögel. Und noch mehr Vögel. Und in den Ozeanen und Meeren und Seen und Flüssen schuf Gott Fische. Und die Ozeane waren angefüllt mit allen Arten der erstaunlichsten Wesen. War das Ende des dritten Tages. Aber es gab noch immer viel zu tun für Gott. Am sechsten Tag war es an der Zeit, all die anderen Tiere zu erschaffen. Es gab so viele Tiere zu erschaffen. Große Tiere. Und kleine Tiere. Es gab gepunktete Tiere, und gehörnte Tiere. Jedes einzelne von Gottes Tieren war wunderschön. Und an diesem sechsten Tag tat Gott noch etwas anderes sehr Wichtiges. Gott erschuf den ersten Menschen. Und diesen Menschen nannte er Adam. Dann blies Gott den Atem des Lebens in Adam. Wo bin ich? Willkommen in der Welt, Adam. Wer bist du? Ich bin Gott. Sieh dich um. All die Pflanzen der Erde und all ihre Samen und Früchte schenke ich dir. Und all die Tiere, auch über sie gebe ich dir Macht. All dies ist dein. Nutze es, kümmere dich um alles und beschütze es. Sitz! Sitz bitte! Gott betrachtete, was er geschaffen hatte, und war glücklich. Und am siebenten Tag ruhte Gott. Ah, es ist sehr gut. Und Gott wollte, dass Adam an dem wunderbarsten Ort leben sollte, den es je geben konnte. Und so pflanzte Gott einen wunderschönen Garten, in dem Adam leben sollte. Er nannte ihn den Garten Eden. Gott ließ einen großen Fluss durch den Garten fließen. Und der große Fluss teilte sich in 4 weitere Flüsse. Adam hatte in dem Garten alle Tiere zur Gesellschaft. Entschuldige. Hey! Adams erste Aufgabe war es, all den Tieren Namen zu geben. Die Aufgabe, die Gott mir gegeben hat, klingt nach reichlich Arbeit. Ich werde so beschäftigt sein wie die Biene hier. Ich muss mein Hirn ergründen und für jedes lebende, atmende Ding den richtigen Namen finden. Oh ja. You with the large brown spots. Eating from treetops, your neck is the biggest part of you. Twisting round so easily, I believe your name will be Stretchy. Now that's pretty catchy. Or perhaps Giraffe will do. The jungle must belong to one so fierce and strong. I shiver and tremble at your growl. So you with the flowing mane, I give you the kingly name Rory. No, that fits you poorly. Maybe lion is fine for now. Those flippy flappy things, I think I'll call them wings. And creatures they're attached to will be birds. The redbreast will be robin, ostrich, that big odd one. Parrot is the clawed one, who repeats all my words. I'd say your fancy shell protects you very well, although it can slow you down a bit. So you with the scaly skin, I name you and all your kin Pokey, not too hokey. No, your word'll be turtle, yeah, just right. The swimmers in the sea will mostly fishes be, with whale and snail and lobster one and all. The orange one is goldfish, cod the ice-cold fish, tadpole has the bold wish of one day being frog. The way you jump around, you hardly touch the ground, and scamper so fast you're just a blur. So you with the cottontail, you'll be known on every trail as Hopper. No, that's not proper. Oh, I have it, your rabbit, for sure. It's still early in the day, and I'm well on my way to naming every animal I know. Why, there's only 500,000 more to go. Du hast offensichtlich einen guten Freund. Ich möchte auch einen Freund haben. Oh. Es gab sehr viele Tiere zu benennen. Adam wurde sehr müde über der Frage, wie er sie nennen sollte. Und Gott schaute herab auf Adam, der im Garten schlief. Und Adam sah sehr einsam aus. Und Gott entschied, dass Adam jemanden zur Gesellschaft brauchte, jemand, mit dem er leben konnte. Gott beschloss, dass es an der Zeit war, eine weitere Person zu erschaffen, und so schuf Gott die erste Frau. Hallo, Mist. Wo bin ich? Du bist in Gottes Garten, dem Garten Eden. Es ist sehr schön hier, du wirst sehen. Das sind meine Freunde. Das ist ein Affe und das ist ein Hund. Und das ist... ich habe dir noch gar keinen Namen gegeben, oder? Hey, ich schätze, du brauchst auch einen Namen, oder? Wie gefällt dir... Eva? Oh, das ist sehr hübsch. Eva. Es gefällt mir. Und mir gefällt dieser Ort. Mir auch. Weißt du, Gott hat diesen Garten für mich gemacht. Ich meine für uns, um darin zu leben. Und alles ist sehr hübsch und du kannst alles essen, was du willst. Nicht ganz. Wer war das? Das war Gott. Oh. Er hat uns erschaffen. Es gibt eine Frucht im Garten, die ihr nicht essen dürft. Tatsächlich? Dies ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Ihr könnt alle anderen Früchte des Gartens haben, aber die Früchte dieses Baumes dürft ihr nicht essen. Okay, Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Nicht essen. Auf gar keinen Fall essen. Richtig. Alles andere in diesem Garten ist okay, aber nicht von diesem Baum. Auf keinen Fall von diesem Baum. Richtig. Und so lebten Adam und Eva glücklich im Garten Eden. Bis eines Tages... Ich bin so froh und das Leben ist schön, die Früchte, Bäume pflücken zu gehen. La 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 la. Hallöchen. Oh, du hast mich erschreckt. Hallo, wie nennt man dich? Nun, ich bin eine Schlange. Schön, dich zu treffen. Es ist auch schön, dich zu treffen. Schöner Tag, nicht wahr? Ein sehr schöner Tag. Schöner Baum, nicht wahr? Ein sehr schöner Baum. Schöne Früchte. Ich muss jetzt gehen. Nein, musst du nicht. Wir lernen uns doch gerade erst kennen. Du willst doch meine Gefühle nicht verletzen, oder? Nein. Gut, ich möchte, dass wir sehr gute Freunde werden. Nun, wie schon gesagt, schöne Früchte nicht. Du kannst sie essen, weißt du? Was essen? Du weißt, wovon ich spreche. Die Früchte dieses Baums. Du kannst sie essen. Oh, die Früchte? Von diesem Baum? Nein, die kann ich nicht essen. Sicher kannst du. Es ist einfach. Sie sind köstlich. Wir dürfen diese Früchte nicht essen. Gott hat es verboten. Gott sagte, wir bekämen große Schwierigkeiten, wenn wir diese Früchte essen. Nein, ihr bekommt keine Schwierigkeiten. Gott will bloß nicht, dass ihr diese Früchte esst, weil ihr schlau werdet, wenn ihr es tut. So wie Gott. Was ist los? Bist du ein Huhn? Ich bin kein Huhn. Also dann, warum versuchst du es nicht einfach? nur einen winzig kleinen Bissen. Gott wird es gar nicht merken. Und diese Früchte, kann ich dir sagen, sind unglaublich. Nein, ich kann wirklich nicht. Ich sag's ihm nicht. Versuch sie. Naja, wenn sie mich nicht töten und ich davon schlau werde. Vielleicht nur ein ganz kleines Stückchen. Eigentlich nur ein bisschen knabbern, nicht richtig abbeißen, nein. Wie schlimm kann das schon sein? Wow. Ziemlich gut, was? Ich muss Adam davon erzählen. Adam! Adam! Du errätst nie, was gerade passiert ist. Was? Weißt du, die Früchte. Welche Früchte? Du weißt die, die wir nicht essen sollten. Was ist damit? Du hast doch nicht... Hast du? Hab ich. Eva, wie konntest du nur? Adam, sie sind köstlich. Du musst sie auch probieren. Diese Schlange da drüben hat mir alles darüber erzählt. Ich habe nur ein winziges Stück abgebissen. Eva, wir kriegen Probleme, wenn wir diese Früchte essen. Ich habe keine gekriegt, oder? Ich schätze nicht. Nimm nur einen kleinen Bissen. Gott sieht es wahrscheinlich gar nicht. Nun mach schon. Ich weiß nicht. Sie war gut, aber plötzlich habe ich irgendwie Angst. Ich fühle mich einfach so, ich weiß nicht, irgendwie so nackt. Meine Güte, ich bin ja nackt. Herrje, ich bin ja auch nackt. Puh, das ist besser. Was haben wir uns nur gedacht? Oh oh. Ich glaube, Gott kommt. Wir stecken in Schwierigkeiten. In großen Schwierigkeiten. Ich glaube, jetzt werden wir was erleben. Wir verstecken uns besser. Adam, Eva, was macht ihr da? Wir, verstecken uns. Warum? Wir wollten nicht, dass du uns siehst. Wir haben etwas Schlimmes getan. Wir hatten Angst. Woher wisst ihr von diesen Dingen? Habt ihr vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen? Naja, ja, aber es war ihre Schuld. Sie hat mich dazu überredet. Es war nicht meine Schuld. Die Schlange hat mich dazu überredet. Das ist schlimm. Ihr habt mir nicht gehorcht. Es tut uns leid. Es tut uns wirklich leid. Ich sorge mich nicht. Was kann mir schon passieren? Du Schlange sollst auf den Bauch kriechen und Staub fressen, dein Leben lang. Du wirst die Menschen fürchten und die Menschen werden dich fürchten. Das ist deine Bestrafung für alle Zeit. Und ihr, Adam und Eva, da ich euch vertraut habe, und ihr mich missachtet habt, müsst ihr den Garten verlassen. Euer Leben hier war einfach, aber draußen wird es das nicht mehr sein. Ihr werdet hart arbeiten müssen und eure Kinder werden ebenfalls hart arbeiten müssen. Ihr werdet lernen, was es heißt, Leid und Schmerz zu ertragen. Hier habt ihr Gewänder, die euch warm halten werden, nachdem ihr den Garten verlassen habt. Nun geht. Stellte einen Engel mit einem flammenden Schwert vor den Eingang des Gartens, damit Adam und Eva niemals zurückkehren konnten. Aber obgleich Adam und Eva ihn missachtet hatten und obgleich sie den Garten hatten verlassen müssen, liebte Gott sie noch immer. Es tut mir leid, Eva. Mir tut es auch leid, Adam. Ich glaube, jetzt sind wir ganz allein. Nicht wirklich allein. Und so begann Adam und Evas neues Leben außerhalb des Gartens. Von dieser Zeit an war ihr Leben geprägt von Freude und Trauer, guten und bösen Dingen. Aber obgleich sie niemals in den Garten zurückkehren durften, ließ Gott Adam und Eva nicht im Stich. Gott wachte immer über sie, wo immer sie hingingen, für alle Zeit. Es war einmal ein Mann namens Jakob, der lebte im Lande Kanaan gemeinsam mit seinen 12 Söhnen. Der älteste war Ruben, dann kam Simeon, Levi, Juda, Isachar, Zebulon, Gad, Asher, Dan und Naftali. Und schließlich Benjamin und Josef. Sie waren die Kinder von Jakobs zweiter Frau, Rachel. Da sie die Jüngsten waren, blieben die beiden zu Hause, während ihre Brüder auf der Weide arbeiteten. Jakob liebte alle seine Söhne, aber Josef war sein Liebling. Vater, wann kann ich mit meinen Brüdern die Schafe hüten? Ich träumte, es wäre nun bald soweit. Josef, du und deine Träume. Du kannst morgen mitgehen. Und um das große Ereignis zu feiern, habe ich eine Überraschung für dich. Nun, da er alt genug ist, wird Josef seine Brüder auf die Felder begleiten. Hey, oh ja! Und das hier wird dich warm halten. Oh, Vater, er ist so schön. Schaut euch den Stoff an und die Farben. Vater hätte dir einen solchen Mantel geben sollen, Ruben. Du bist der Älteste. Ah, davon kann ich träumen. Josefs Brüder waren eifersüchtig auf sein Geschenk. Es erinnerte sie daran, dass ihr Vater Josef am meisten liebte. Aber der schöne Mantel war nicht das Einzige, was sie böse auf ihn werden ließ. Juda, Asher, Simeon, vorletzte Nacht hatte ich einen wunderbaren Traum. Wir waren alle auf dem Feld und haben Weizengarben gebunden. Und mein Bündel stand aufrecht, während eure sich um meines sammelten und sich verneigten. Sich verneigten? Vor dir? Hä? Vater mag dich verehren, aber wir nicht. Hey, es war nur ein Traum, Simeon. Ich gehe ins Bett. Wisst ihr, letzte Nacht träumte ich, ich wäre ein Stern am Himmel. Gemeinsam mit 11 anderen Sternen. Die Sonne und der Mond waren auch da. Und sie alle verneigten sich vor mir. Elf Sterne? Du meinst 11 Brüder. Und wir sollen uns vor dir verneigen? Für wen hältst du dich? Einen König? Ach. Wenn wir die Sterne waren, wer waren Sonne und Mond? Seine Mutter und ich. Josef, du sollst nicht denken, dass deine Familie dich verehren soll. Vater, es war doch nur ein Traum. Geh schlafen. Du und deine Brüder müssen morgen sehr früh los. Wenn du verschläfst, werden sie nicht auf dich warten. Da hat Vater allerdings recht. Ach, und ich will bitte nichts mehr über Träume hören. Am nächsten Tag war Josef spät dran. Hallo! Oh, der Träumer hat uns gefunden. Macht euch bereit zur Verbeugung, Brüder. Seht nur, er stolziert wie ein Pfau herum mit seinem neuen Mantel. Manchmal wünschte ich, wir könnten ihn loswerden. Nein, tust du nicht. Tu ich doch, wenn er nur noch einen Traum erwähnt. Simeon, er ist unser Bruder. Wir könnten ihm nichts tun. Aber du hast mich auf eine Idee gebracht. Was hattet ihr vor? Mich abhängen? Josef begann seinen Brüdern zu erzählen, wie schlau er gewesen war, sie zu finden, aber sie hörten nicht zu. Sie hatten andere Pläne. Hey, Vorsicht mit dem Mantel! Ruben, Juda, nein! Ah! Er bleibt da unten, bis wir wissen, was wir als nächstes tun. Ruben plante, Josef zu befreien, wenn niemand es sehen würde, und ihn schleunigst nach Hause zu schicken. Oh nein! Ruben und Naftali trieben die Herde wieder zusammen, während die anderen zu Mittag aßen. Während sie aßen, tauchte eine Karawane auf. Wäre es nicht lustig, wenn wir Josef an diese Kaufleute verkaufen würden? Warum nicht? Wir wären diese Plage endlich los und hätten auch noch Geld vom Verkauf. Alle stimmten dem schrecklichen Plan zu und Josef wurde für 20 Silberstücke verkauft. Brüder, warum tut ihr das nur? Gott? Was auch immer passieren mag, ich vertraue immer noch auf dich. Ihr habt was mit Josef gemacht? Beruhig dich, Ruben. Ich beruhige mich dann, wenn ihr wisst, was wir Vater sagen sollen. Das wissen wir bereits. Wir haben Josefs Mantel zerrissen. Wir müssen nur noch eine Geschichte darum winden. Wir haben überall nach ihm gesucht, aber nur noch seinen Mantel gefunden. Oh, Josef, was ist nur mit dir geschehen? Mein Sohn. Die Brüder logen und Jakob glaubte ihnen. Josef wurde nach Ägypten gebracht und eines Verbrechens beschuldigt. Er hatte nichts falsch gemacht, aber er wurde trotzdem in des Pharaos Verlies gesperrt. Doch sogar im Verlies vertraute Josef auf Gott. Gott? Ich habe nichts Schlimmes getan, aber aus irgendeinem Grund bin ich trotzdem hier. In meinem Herzen weiß ich, dass all dies Teil deines Plans ist. Josef hatte recht und Teil von Gottes Plan war es, ihn mit einem besonderen Geschenk zu segnen, der Fähigkeit, die Träume anderer zu verstehen. Oh, was für eine scheußliche Nacht. Wüsste ich nur, was mein Traum bedeutet. Ha! Mein Traum war viermal so verwirrend wie deiner. Ich kann euch sagen, was sie bedeuten. Du verstehst meine Träume? Ha! Nicht ich. Nur Gott kann sie erklären. Ich glaube dir. Erzähl mir von meinem Traum. Ich war des Pharaos Becherträger, bis ich in Ungnade fiel. In meinem Traum sah ich einen Weinstock. An dem Stock waren 3 Weinreben. Ich presste sie in des Pharaos Becher und gab dem Pharao den Becher in die Hand. Die 3 Reben bedeuten, dass der Pharao dich in 3 Tagen freilassen wird. Und du wirst wieder sein Becherträger sein. Ich danke dir, Josef. Nein, danke Gott, mein Freund. Wenn du frei bist, erzähl bitte dem Pharao von mir. Sag ihm, dass ich nicht an diesem schlimmen Ort sein sollte. Ich versprech's, ich versprech's. Genug von dir, ich bin dran. In meinem Traum hatte ich einen Korb auf dem Kopf. In dem Korb waren Backwaren für den Pharao. Plötzlich kamen 3 Vögel und fraßen den Korb völlig leer. Was hat das zu bedeuten? In 3 Tagen wirst auch du dieses Gefängnis verlassen. Ich wusste es. Ich bin zu wichtig, um länger hier zu bleiben. Warte, es geht noch weiter. Alles, was du besitzt, wird dir genommen werden. Du wirst der strengsten Bestrafung des Pharaos zugeführt. Es tut mir leid. Alles, was Josef gesagt hatte, bewahrheitete sich. Aber der Becherträger vergaß dem Pharao, von ihm zu erzählen. Und er blieb 2 lange Jahre im Gefängnis. Bis eines Tages. Oh, was für ein seltsamer Traum! Der Pharao rief die weisesten Männer seines Königreiches zu sich. Vielleicht würden sie seinen Traum verstehen. Aber keiner von ihnen hatte eine Antwort. Dann erinnerte sich der Becherträger seines Versprechens an Josef. O Pharao, es gibt einen weisen Mann in eurem Verlies, der vielleicht euren Traum erklären kann. Josef, ich träumte, ich stünde am Ufer des Nils, als 7 fette Kühe aus dem Wasser kamen. Und dann kamen 7 magere Kühe aus dem Fluss. Und plötzlich fraßen die mageren Kühe die fetten auf. Was soll das bedeuten? Mein Gott sagt dir, was er geplant hat. Die 7 fetten Kühe bedeuten, dass es 7 fruchtbare Jahre mit reichlich Nahrung für alle geben wird. Aber die 7 mageren Kühe bedeuten, dass danach 7 Jahre lang keine Früchte wachsen werden und dein Volk keine Nahrung haben wird. Das ist ja schrecklich, fürchterlich. Nein, Pharao. Gott schickt euch diese Nachricht, damit ihr euch vorbereiten könnt. Baut Lager, um Nahrungsmittel aufzubewahren, die in den 7 Jahren des Überflusses wachsen. Dein Volk wird reichlich zu essen haben. Es ist wahr. Du bist von Gottes Geist erfüllt. Das ist der weiseste Mann meines Königreichs. Wir werden Lager bauen und Nahrung aufbewahren. Und es gibt nur einen Mann, dem ich ein so wichtiges Unterfangen anvertrauen kann. Diesen Mann, Josef. Josef ging gleich an die Arbeit. Und bald quollen die Lager über vor Getreide und standen voller Vieh. Aber Josefs größte Errungenschaft war, dass das Volk ihn liebte. Gott hatte Josef geholfen, diese wunderbaren Dinge zu tun, und Josef vergaß nie, ihm zu danken. 7 Jahre später kam die schreckliche Dürre, vor der Josef gewarnt hatte. Kein Vieh konnte gedeihen, nicht einmal in Josefs altem Zuhause in Kanaan. Wir haben keine Nahrung, Vater. Ein weiser Führer in Ägypten hat Nahrung für 7 Jahre eingelagert. Er verkauft es an jeden, der es braucht. Dann gehen wir ihn treffen und sein Getreide kaufen. Benjamin nicht. Ich will, dass er sicher bei mir bleibt. Josef erkannte seine Brüder wieder. Seid gesegnet, großer Herr. Aber sie erkannten ihn nicht. So gab er vor, ein Fremder zu sein. Woher kommt ihr? Aus Kanaan, großer Herr, auf der Suche nach Nahrung für unsere Familie. Ihr seid Spione! Nein, wir sind Brüder einer 12-köpfigen Familie. Bitte glaubt uns. Lügner, ihr seid zusammen nur 10. Ein Bruder wurde getötet und Benjamin, der Jüngste, ist zu Hause geblieben. Ich werde euch Getreide verkaufen. Aber um eure Ehrlichkeit und Unschuld zu beweisen, bringt das nächste Mal diesen jüngeren Bruder mit. Ich werde einen von euch hier behalten, bis ihr zurück seid. Oh nein! Das kann doch bitte nicht! Versprecht ihr es? Wir versprechen es. Gott bestraft uns dafür, dass wir Josef in die Sklaverei verkauft haben. Er flehte uns an und wir haben ihn verraten. Ich habe keine Zeit mehr für euch. Nehmt euer Getreide und geht. Denkt an euer Versprechen. Vater, wir hatten keine Wahl. Oh, Simeon, mein Sohn, ein Gefangener in Ägypten. Aber Sie, Vater, wir haben das Getreide. Hey, mein Geld ist hier in dem Sack. Nun wird uns der Pharao auch noch als Diebe beschuldigen. Jakob wollte keinen weiteren Sohn an Ägypten verlieren. Also versuchte die Familie, ihre Nahrung einzuteilen. Aber bald war alles verbraucht. Wir gehen nach Ägypten. Und Benjamin muss mitkommen. Nein, er wird im Verlies enden wie Simeon. Wir haben es versprochen, Vater. Wenn Benjamin nicht mitkommt, bleibt Simeon im Gefängnis. Und der ägyptische Führer verkauft uns kein Getreide. Benjamin wird unversehrt zurückkehren. Ich verspreche es. Wenn er nicht zurückkommt, Juda, werde ich vor Trauer sterben. Geht es eurem Vater gut? Ja, Sir. Gut. Gott hat dich gesegnet. Und ihr habt Wort gehalten. Also tue ich das Gleiche. Dann gingen die Brüder wieder. Aber Josef hatte seinem Diener gesagt, er solle heimlich seinen Silberbecher in einem der Säcke platzieren. Halt! Warum vergeltet ihr Gutes mit Bösem? Einer von euch hat meinen Silberbecher gestohlen. Was ist denn jetzt los? Ich verstehe es nicht. Für dieses Verbrechen wirst du als mein Sklave hier in Ägypten bleiben. Nein, als Sklave? Was geht dir vor? Bitte, wenn Benjamin nicht mit uns zurückkehrt, wird unser Vater vor Kummer sterben. Er bleibt. Oh nein! Nein! Nehmt mich an seiner Stelle! Nein, nehmt mich! Bitte, großer Herr! Als ihr mich so hintergangen habt, dachtet ihr, es sei etwas Böses. Aber letzten Endes hat Gott es in etwas Gutes verwandelt. Ich kam nach Ägypten und half eine Nation vor dem Hungertod zu retten. Ich bin es, Benjamin. Josef! It's true, I'm Joseph. Oh, can't you tell it's me? Look closer and you'll see the eyes of your lost brother. I am so glad to have my family gathered here. It's so good to know you're near again. It's really me, even I can hardly believe you are standing here after all these years. It was God's plan for me to be just who I am. It's true, you see, it's really me. What's done is over. Oh, brothers, dry your tears. It was God who sent me here, and my heart holds no anger. What you meant for evil then, God has used for good. Who'd have thought he would choose me? It's really me, even I can hardly believe you are standing here after all these years. It was God's plan for me to be just who I am. It's true, you see, it's really me. It's really me. It's really me. Holt eure Familien und unseren Vater und kommt zu mir nach Ägypten. Josef, Gott sei gepriesen, du bist gesund und munter. Josef und seine Familie trennten sich niemals wieder. Und Gott, der ihnen geholfen hatte, die Hungersnot zu überstehen, ließ eine große Nation aus seiner Familie hervorgehen. So lernte Josef, selbst wenn schlimme Dinge geschehen, Gott kann sie in etwas Gutes verwandeln. Vor vielen Jahren lebte in einem Land namens Ägypten ein sehr böser König. Ägyptische Könige nannte man Pharaonen. Schneller, besser, mehr! Der Pharao ließ das gesamte Volk von Israel, das in Ägypten lebte, als Sklaven arbeiten. Sie mussten die Gebäude erbauen und viele schwere Arbeiten verrichten. Sie hatten keine Zeit zu ruhen und nur sehr wenig zu essen. Sie waren nicht frei und sie waren sehr unglücklich. Aber die schlimmste Sache war, als der Pharao eines Tages beschloss, alle erstgeborenen Söhne der Israeliten zu töten. Oh nein, mein Baby bekommen sie nicht. Ich finde einen Weg, ihn zu retten. Jochebed, die Mutter von Moses, beschloss, ihren Sohn den Fluss hinabschwenden zu lassen. Sch, hab keine Angst. Der Pharao wird dir nichts tun. Deine Schwester Miriam wird bald hier sein und sich um dich kümmern. Was ist das? Ein Baby. Oh, dieses arme Baby braucht ein Zuhause. Ich werde es zum Palast bringen und dort für es sorgen. Verzeiht mir, Prinzessin. Falls ihr eine Amme für das Baby braucht, ich kenne eine, die in der Nähe lebt. Ihr Name ist Jochebed. Vielen Dank. Bring sie zum Palast. Sie nannten das Baby Moses und er wurde im Palast des Pharaos als Ägypter aufgezogen. Aber Jochebed war in seiner Nähe, um ihn zu lehren, was richtig und was falsch war. Moses, es ist Zeit für deinen Unterricht. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Sicher habe ich das. Als ich heute Morgen draußen war, habe ich einen Sklavenaufseher gesehen, der einen Israeliten schlug. Das war falsch, Moses. Alle Menschen sollten mit Respekt behandelt werden. Und Jochebed lehrte ihn, dass die Israeliten in Ägypten unglücklich waren, weil sie nicht frei sein konnten. Viele Jahre später, als Moses zu einem starken jungen Mann herangewachsen war, kam er hinzu, als einige Ägypter die Israeliten schlecht behandelten. Du bist faul! Steh auf und geh sofort zurück an die Arbeit, oder ich! Lass ihn in Ruhe. Du sollst niemanden so behandeln. Er verdient es. Er gibt vor, müde und hungrig zu sein, weil er zu faul zum Arbeiten ist. Ich werde ihn lehren, so etwas. Lass ihn in Ruhe. Es war sehr ungewöhnlich, einem Israeliten auf diese Weise zu helfen. Alle erzählten einander, was geschehen war. Moses war sicher, das Richtige getan zu haben. Aber er wusste, dass der Pharao sehr wütend sein würde. Und so verließ Moses heimlich Ägypten, in dem Wissen, dass er eigentlich ein Israelit war. Er wollte in einem anderen Land sein, wo er nicht mit ansehen musste, wie schlimm sein Volk behandelt wurde. Nach einer 40-tägigen Wanderung gelangte Moses in das Land Midian. In Midian heiratete Moses und gründete eine Familie. Er lebte so lange in Midian, dass er Ägypten beinahe vergessen hatte, genau wie die armen Israeliten. Bis zu einem Tag, an dem Moses eine Schafherde hütete, oben in den Bergen. Dort geschah es, dass er ein erstaunliches Zeichen sah. Komm her, kleiner Kerl. Ich krieg dich. Jetzt hab ich dich. Moses, komm näher. Wer ist da? Gott, die Israeliten in Ägypten sind unglücklich, weil sie nicht frei sind. Geh zum Pharao und sag ihm, er soll mein Volk ziehen lassen. Warum hast du mich auserwählt? Hab keine Angst. Ich werde bei dir sein. Aber werden sie mir glauben? Ich werde dir Zeichen geben, um dem Volk zu zeigen, dass ich dir beistehe. Wirf deinen Stab zu Boden. Nun nimm ihn am anderen Ende wieder auf. Vertrau mir, das Volk wird dir glauben. Jetzt geh. Und so ging Moses zurück nach Ägypten, um zu tun, was Gott gesagt hatte. Bist du Moses? Ich habe von dir gehört. Warum bist du wiedergekommen nach all diesen Jahren? Ich bin hier, weil Gott mich geschickt hat. Er will, dass ihr das Volk von Israel freilasst. Oh, will er das, ja? Zu schade für ihn. Wer ist dieser Gott überhaupt? Ich habe nie von ihm gehört. Ihr etwa? Nein, Sir, eure wunderbarste königliche Hoheit. Na also, dein Gott kann gar nicht existieren, richtig? Ja, Sir, euer wunderbarste königliche Hoheit. Genau. Du da, komm her. Wir sind zu freundlich zu den Israeliten. Nach all dem haben sie noch immer einen starken Gott auf ihrer Seite. Sag meinen Sklaventreibern, sie sollen ihnen kein Stroh mehr für ihre Hütten geben. Von nun an sollen sie ihr Stroh selbst suchen. Ja, eure wunderbarste königliche. Ich sagte, geh. Ha! Versuch nicht mir zu sagen, was ich tun soll. Ich bin der Pharao. Es ist Zeit für euer Bad, eure königliche Hoheit. Ich werde nicht so leicht aufgeben. Und so kam Moses wieder. Gott will, dass ihr die Israeliten ziehen lasst. Hatten wir das Thema nicht bereits? Es braucht ein Wunder, bevor ich mir nur ein weiteres Wort von dir anhöre. Seht die Macht Gottes, des einzigen wahren Gottes. Oh! Ruhe! Nichts als alberne Tricks. Abgesehen davon, sieh mal hier. Überleg's dir gut, bevor du wieder versuchst, mich reinzulegen. Ich versuche nicht, euch hereinzulegen. Ich warne euch. Gott kann viele Wunder bewirken. Beweist gar nichts. Geh mir aus den Augen. Ich komme wieder. Und am nächsten Morgen kehrte Moses zurück. Pharao, lasst die Israeliten ziehen. Wenn ihr euch weigert, wird Gott Ägypten mit Plagen überziehen. Die Plagen werden viele schlimme Dinge bewirken. Nein! Dann seht die Macht Gottes selbst. Das ist Blut! Nur ein neuer magischer Trick. Verschwinde. Du? Schon wieder? Was willst du jetzt? Lasst mein Volk ziehen, wenn nicht, wird Gott Frösche über das Land herfallen lassen. Frösche werden eure Nahrung essen und in eurem Bett schlafen. Frösche? Ich liebe Frösche. Mensch, als ich ein kleiner Junge war... Ach, das ist jetzt nicht wichtig. Wen kümmern ein paar Frösche? Verschwinde von hier. Ruft Moses und bringt ihn zu mir. Sofort! Du, vertreib diese Frösche! Versprecht ihr, die Israeliten freizulassen? Ja, ja, lass einfach diese ekligen Dinger verschwinden. Gott ließ die Frösche verschwinden, aber der Pharao brach sein Versprechen. Er ließ das Volk von Israel nicht frei. So ließ Gott mehr Plagen über Ägypten kommen. Gott ließ Mengen und Mengen von Fliegen über Ägypten herfallen. Die Fliegen waren überall. Oh. Werdet ihr mein Volk nun ziehen lassen? Kein Winkel war von Fliegen verschont. Aber der Pharao wollte die Israeliten noch immer nicht freilassen. So wurden seine Tiere sehr krank. Und dann bekamen die Ägypter Beulen auf der Haut. Und furchtbarer Hagel fiel vom Himmel. Und dann kamen die Heuschrecken. Und fraßen all ihre Kleider. Als nächstes verdunkelte sich das Land für volle 3 Tage. Jedes Mal, wenn Ägypten von einer Plage heimgesucht wurde, versprach der Pharao, die Israeliten freizulassen. Aber jedes Mal änderte er seine Meinung und brach sein Versprechen. Werdet ihr mein Volk ziehen lassen? Nein, das werd ich nicht! Ich habe versucht, euch zu warnen, aber ihr hört nicht zu. Hört auf mich, sonst werdet ihr es bitter bereuen. Die letzte Plage wird die schlimmste sein. Alle erstgeborenen Söhne Ägyptens werden sterben. Was hat dein Gott getan? Er hat mir meinen Sohn genommen. Verlasse Ägypten augenblicklich und nimm dein Volk mit dir. Moses sagte den Israeliten, sie sollten sich bereit machen, Ägypten umgehend zu verlassen. Er wusste, der Pharao könnte seine Meinung bald wieder ändern. So packten sie und verließen Ägypten, so schnell sie konnten. Ich kann nicht glauben, dass wir tatsächlich gehen. Es ist, wie Moses es versprochen hat. Ein Land, in dem wir frei sein werden? Es scheint wie ein Traum. Aber es ist kein Traum. Endlich sind wir auf dem Weg nach Hause. Then scatter to and fro. Trusting Moses knows his way, singing as we go. Mighty Moses and the Israelites, thousands of sandals in the sand. Mighty Moses, what an amazing sight, leading us on to the promised land. Dawn to journey on to a brand new place. A fire will light our way by night, a cloud will guide by day. Mighty Moses and the Israelites, thousands of sandals in the sand. Mighty Moses, what an amazing sight, leading us on to the promised land. Hand in hand through desert sand, answering God's call, following our leader's lead to freedom for us all. Mighty Moses and the Israelites, thousands of sandals in the sand. Mighty Moses was Und so endlich verließ das Volk von Israel Ägypten auf dem Weg in ihre Heimat, ein Land der Freiheit. Am Tag führte sie eine Rauchsäule und in der Nacht zeigte ihnen eine Flammensäule den Weg. Aber im Palast hatte der Pharao seine Meinung aufs Neue geändert. Ich war ein Narr, sie ziehen zu lassen. Wer baut unsere Pyramiden und pflanzt unsere Nahrung und fächelt mir Luft zu, wenn es heiß ist? Wir müssen die Israeliten zurückholen. Holt meinen Wagen! In der Zwischenzeit hatten die Israeliten das Rote Meer erreicht. Moses, sieh nur, hinter uns! Die Armee des Pharao! Sie werden bald hier sein. Oh nein! Moses, was hast du uns angetan? Es wäre besser gewesen, unglücklich in Ägypten zu leben, als hier in der Wüste zu sterben. Habt keine Angst. Gott wird uns schützen. Eile nicht, Moses. Ruht heute Nacht. Morgen früh erhebe deine Hand und halte deinen Stab über das Meer. Es wird sich teilen und ihr werdet es trockenen Fußes überqueren können. Ja! Vorwärts! Ja! Halt! Wir bleiben bis zum Morgen hier. Dann fangen wir sie wieder ein. Und als der Morgen anbrach, stand Moses am Meer und hob seinen Stab über dem Wasser. Und das Meer teilte sich, genau wie Gott es versprochen hatte. Kommt mit! Folgt mir! Hinterher! Da kommen sie wieder! Was sollen wir nur tun? Wartet einfach. Dann ergoss das Meer sich über die ägyptische Armee und hielt sie auf. Hab Dank, Gott, dass du uns gerettet hast. Auf ihrem Weg nach Israel durchquerten die Israeliten die Wüste Sinai. Wenn sie hungrig wurden, schickte Gott ihnen Nahrung. Mama, schau! Was ist das? Es war süßes, schmackhaftes Brot, das Gott schickte, um die Menschen zu ernähren. Die Israeliten nannten es Manna. Das bedeutet, was ist das? Wenn die Israeliten durstig waren, schickte Gott ihnen Wasser. Ich will lieber Milch haben. Als die Israeliten den Berg Sinai in der Mitte der Wüste erreichten, schlugen sie am Fuße des Berges ihr Lager auf. Es war an der Zeit, dass Gott dem Volk seine Gesetze gab. Was geschieht hier, Moses? Was will Gott von uns? Gott ruft mich. Ich bin sicher, er hat große Pläne für uns. Ich muss weitergehen. Und Moses erklomm den Gipfel des Berges. Ich bin bereit für dich. Ich habe Gesetze, die ich dem Volk von Israel übergeben will. Wenn sie diese befolgen, werde ich das Volk schützen. Meißle mir 2 Steine zurecht, dann schreibe ich sie auf. Du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Gott schrieb noch mehr Gesetze auf. Er sagte Moses, wie er ein Haus der Verehrung bauen sollte, in dem die Israeliten zu Gott beten konnten. Gott sagte Moses auch, dass alle Menschen am 7. Tage ruhen sollten, so wie er es getan hatte, als er die Welt erschuf. Hab Dank, Gott. Und so führte Moses das Volk von Israel zurück in ihr Heimatland, mit der Macht Gottes und seinen heiligen Gesetzen. Diese Gesetze nennt man die 10 Gebote. Während der ganzen langen Reise half Gott Moses, sein Volk nach Hause zu führen.